Wow, Östrogen. Hier geht's ja zur Sache. Was das Testosteron für den männlichen Körper ist, ist das Östrogen ein Stück weit für den weiblichen Körper. Genau. Das weibliche Sexualhormon bringt Power. Also es kann dich vielleicht noch mal 5-10% noch stärker steigern. Aber es gibt auch eine Menge Vorurteile. Weibliche Hormone machen empfindlich, launisch, Frau am Steuer, ungeheuer. Und erst die Orientierung. Ohne Karte im Wald bin ich aufgeschmissen. Was ist da los? Was macht Östrogen im Körper der Frau? Mal ist der Hormonspiegel oben, mal unten. Und beeinflusst das tatsächlich die geistigen Fähigkeiten? Wir verhalten uns, als wären wir eben kleine Männer und leben so diese Weiblichkeit gar nicht wirklich aus. Welche Chancen stecken im Hormonzyklus der Frau? Und wie kann Frau ihn am besten nutzen? Mit diesen beiden Frauen starten wir ein Experiment. Wir wollen checken, können sie ihre körperliche Leistung steigern, wenn sie sich nach dem Auf und Ab vom Östrogen richten? Mit einem speziell auf sie und ihren Zyklus zugeschnittenen Trainingsplan. 3 Monate begleiten wir sie. Werden sie schneller und fitter? Und zum Thema Vorurteile. Wir testen auch ihr Gehirn. Hat Östrogen tatsächlich Einfluss auf die geistige Leistungsfähigkeit? Ich weiß, ob ich links, rechts oder geradeaus fahren soll. Das ist typisch. Das ist Janette. Sie ist begeisterte Läuferin und Triathletin. Bei Eintracht Frankfurt arbeitet sie als Gesundheitsreferentin. Und trainiert die Eintracht Triathlon Kids ehrenamtlich. Janette ist total aktiv und das am liebsten draußen. Sie fühlt sich wohl in ihrem Körper. Zyklusbeschwerden kennt sie nicht. Ich behaupte immer, dass die Hormone bei mir überhaupt gar keinen Unterschied machen. Ob ich jetzt mehr oder weniger Östrogene in mir habe, ist, glaube ich, kein Unterschied. Oder ich glaube nicht, bin eigentlich überzeugt davon, dass es bei mir keinen Unterschied macht. Na, das werden wir ja sehen. Jürgen, Andi, Christian, ihr fahrt dann mit mir. Sarah koordiniert die Einsätze der GärtnerInnen in Friedberg. Sie ist Landschaftsgärtnerin. Und packt selbst mit an. Sarah liebt lange Laufstrecken. Dabei kann sie so richtig abschalten. Ist auch nötig. Ihr Alltag ist ziemlich vollgepackt. Beruf, Haushalt, Familie. Und einen Hund gibt's auch noch. Während der Periode geht's ihr nicht so toll. Sie versucht dann zwar trotzdem alles zu wuppen, auch das Training, aber... Man schleppt sich da durch, das ist halt super demotivierend, weil ich auch so super ehrgeizig bin, was sowas angeht. Das kennen viele Frauen. Da hat man sich was vorgenommen und dann geht nix. Das nervt. Sarah hofft, dass ihr das Östrogen-angepasste Training helfen wird. Denn sie hat ein Ziel. In 3 Monaten will sie den Frankfurt-Marathon laufen. Ihren ersten. Auch Janette ist beim Marathon dabei. Es wäre dann ihr zweiter. Sie hat außerdem auch schon einen Ironman geschafft. Allerdings blieb beide Male in der Vorbereitung ihre Periode aus. Und das ist nicht gut. Also ich glaube, dass man nur dann leistungsfähig ist, wenn man auch gesund ist. Und ich glaube, dass man seine Gesundheit, also die weibliche Gesundheit, sehr gut durch dieses Training beeinflussen kann. Also dass es einfach damit hilft, einen gesunden, normalen Zyklus aufrechtzuerhalten. Ronja Klees ist Sportwissenschaftlerin und Expertin für zyklusbasiertes Training. Sie hat sogar eine Studie dazu gemacht mit Freizeitsportlerinnen. Und jetzt coacht sie die nächsten 3 Monate Janette und Sarah. Beide haben bislang so trainiert, als ob hormonell ein Tag wie der andere wäre. So wie Männer halt. Doch bei Frauen ist das einfach anders. Jeden Monat hat das Östrogen eine Hochphase. Nach der Periode steigt der Östrogenspiegel innerhalb von 8-12 Tagen erst langsam, dann stark an. Die höchste Konzentration hat das Östrogen um den Eisprung herum. Es wirkt überall dort, wo es um Fruchtbarkeit und Sex geht. Klar, es ist ja ein Sexualhormon. Aber es aktiviert außerdem den ganzen Körper. Fast überall gibt es Andockstellen für Östrogene. Über 400.
Es wirkt zum Beispiel positiv auf das Herz-Kreislauf-System, stimuliert das Gehirn, hebt die Stimmung. Und es ist ein Booster für die Muskeln. Ha! Und das wird jetzt genutzt. Doch zuerst der Körpercheck. Ronja misst den Anteil von Muskeln und Fett im Körper und die Fitness. Ich bin da sehr ehrgeizig und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich streng mich ungern an. Ja, niemand geht so unbedingt super gern an seine Grenze. Das macht ja auch nicht immer direkt Spaß. Mit lockeren 5 Stundenkilometern geht es los. Alle 2 Minuten wird es schneller. Gemonitort wird die Herzfrequenz, maximale Sauerstoffaufnahme, die Versorgung mit Kohlenhydraten und Fetten. Irgendwann geht nichts mehr. Aber dann sehr schön, dass du so gezogen hast. Cool. Ich bin ziemlich fertig, kann nicht mehr. Gutes Gefühl, ich glaube, das ist nur ausbaufähig. Jetzt wird ausgewertet. Jeanette ist super gut bei langsamem Tempo. So kann sie ewig laufen. Mega anstrengend wird es für sie allerdings, wenn sie Speed aufnehmen muss. Bei Sarah ist es umgekehrt. Sie muss ihre Ausdauer verbessern. Sie kommt bereits bei mäßigem Tempo in eine Unterversorgung mit Sauerstoff. Trotzdem beißt sie sich irgendwie durch. Die Sarah, würde ich sagen, die hat Spaß an der Qual. Aus den Ergebnissen baut Ronja jetzt den Trainingsplan. Gerade steigt Sarahs Östrogenspiegel. Deshalb geht's direkt los mit den härtesten Einheiten. Wir trainieren da, wo das Östrogen am höchsten ist, weil das Östrogen dafür sorgt, dass wir eine sehr, sehr gute Kohlenhydratverfügbarkeit haben, unter anderem. Und hochintensives Training findet im Kohlenhydratstoffwechsel statt. Und wir wollen dann auch das ausnutzen. Zusätzlich hat Östrogen einen sogenannten anabolen Effekt auf den Stoffwechsel. Das bedeutet einen aufbauenden Effekt, also auch Muskelaufbau. Und generell im Aufbau ist unter einem hohen Östrogeneinfluss einfach deutlich besser und funktioniert leichter. Diese aufbauende Phase heißt Follikelphase. Jetzt wachsen in den Follikeln, das sind die Bläschen im Inneren der Eierstöcke, die Eizellen heran. Damit sie ausreifen können, produzieren die Follikel Östrogen. Wenn der Östrogenspiegel hoch genug ist, platzt der Follikel. Es kommt zum Eisprung. Jeanette ist ebenfalls in der Follikelphase. Auch für sie heißt es jetzt ranklotzen. Das mag sie gar nicht und kann sie auch nicht gut. Ronja weiß auch warum. Jeanette isst zu wenig Kohlenhydrate, also Nudeln, Brot, Kartoffeln. Dieses Gemüse ist die Basis. Das esse ich am liebsten. Ja. Salat und Gemüse. Aber sie treibt eben viel Sport. Die Muskeln brauchen die Energie, die sie aus den Kohlenhydraten bekommen, um stärker zu werden. Und die Östrogene verbessern diesen Effekt dann nochmal. Ziel wird jetzt sein, dass ich mehr Kohlenhydrate mit ins Training integriere. Und das ist das, was mir, glaube ich, zusätzlich schwer fällt zum hochintensiven Training. Sieht doch lecker aus. Aber irgendwie geht das nicht so an sie ran. Wobei das hochintensive Training erstmal leichter werden soll durch die Kohlenhydrate, aber da bin ich noch nicht so überzeugt von. Ihr Plan für die erste Woche: 6x 1000 Meter mittleres Tempo, 5x 1000 Meter hohes Tempo. 25 Kilometer Dauerlauf, die letzten 5 schnell. 4x 1500 Meter hohes Tempo. Oha, das frisst Kalorien. Körperfett bei dir jetzt mit 15% für eine Frau wirklich sehr wenig. Ne? 23 beginnt der Normbereich. Das muss man so ein bisschen beobachten. Das ist jetzt ein Erfahrungswert, den habe ich jetzt nicht so als aus der Literatur, aber häufig so bei 18% und tiefer gehen häufig so diese ersten Probleme los mit verschiedenen Verletzungen, eben auch mit einem ausbleibenden Zyklus. Professor Krüger kennt sich da aus. Zu wenig Körperfett kann zu großen Problemen führen. Für den Leistungssport gibt es da sogar Zahlen. Da gehen wir schon davon aus, dass es Prävalenzen, also Häufigkeiten des Auftretens eines gestörten, eines unregelmäßigen Zyklus von 20-50% gibt. Wir sehen aber auch eine Riesenrelevanz eigentlich im ambitionierten Freizeitsport, weil wir da natürlich erstmal wirklich auch Sportlerinnen haben, die sehr umfangreich trainieren. Carsten Krüger leitet ein großes Forschungsprojekt im Spitzensport. Bei 600 SpitzensportlerInnen aus 7 olympischen Verbänden wird alles durchgecheckt, was ihre Leistung verbessern könnte. Training, Genetik, Psyche, soziales Umfeld und bei den Frauen weibliche Sexualhormone und Zyklus.
gestörter Zyklus oder ein ausbleibender Zyklus ist in der Regel immer ein Zeichen dafür, dass es natürlich enorme Probleme in der Physiologie gibt, dass die Hormonzyklen nicht mehr so da sind, wie sie sein sollten. Im Worst Case können sich Dinge einstellen wie Ermüdungsbrüche, weil das muskuloskeletale System an Stabilität verliert. Denn Östrogen hat eine gleich dreifache positive Wirkung auf die Knochensubstanz. Es aktiviert Zellen, die das Knochengewebe aufbauen. Dann unterstützt es den Einbau von Calcium. Das stabilisiert die Knochen. Und schließlich hilft es zu verhindern, dass Knochensubstanz abgebaut wird.